Herzlich willkommen hier zu einer kleinen Preview auf einen Server, den ich zusammen mit Kingdom Core erstelle zurzeit. Nämlich der Herr der Ringe, die Gefährten. Er wird nicht als Server erscheinen, ich werde ihn irgendwo vielleicht als Map hochladen. Und ich muss mal kurz Fraps im Hintergrund laufen lassen. So, also er ist noch nicht sonderlich weit. Hier muss ich auch noch was ausbessern. Machen wir gerade mal. Wo haben wir es denn? Da ist Ork. Oh, gut. So, ich gebe euch jetzt kurz einen kleinen Einblick in diese ersten Tage dieser Map. Wie man bemerkt, befinden wir uns gerade in Beutels End. Von Frodo und Bilbo, das Haus. Die Hobbit-Höhle. So, hier ist die Lagerhalle. Also, das Haus ist nicht detailgetreu. Also, einigermaßen, aber die Räume haben andere Anordnung und so. Ich weiß auch nicht, ob die einen Bart haben müssen, die eigentlich. Hier ein kleines Bad mit Badewanne auch noch und Toilette und Waschbecken. Hier ist dann dieser Schreibraum, wo er immer schreibt, der Bilbo, wo er seine Bücher schreibt. Dann haben wir hier das Wohnzimmer mit dem schönen Kamin und hier muss eigentlich noch ein Fenster hin. Das steht hier, weil da hinten haben wir nichts. Wo ein Fenster hinkommt, hier haben wir noch einen kleinen Tisch, hier haben wir eine Ecke von Tischen. Ja. Also, hier, die Schilder haben wir bis jetzt. Willkommen in der Adventure Map der Herr der Ringe, die Gefährten. Erstellt von Kingdom Core und Dorfmorph 2000. Du schlüpfst in die Rolle der Protagonisten des ersten Lord of the Ring Films. Und Regeln haben wir jetzt zwei. Baue keine Blöcke ab oder bringe keine an, außer es ist erlaubt. Und spiele im am Ort angegebenen Schwierigkeitsgrad. Und hier Hobbingen, friedlich. Haben wir das? Ich glaube, wir sind friedlich. Hoffe ich jedenfalls. Ja, also, ich zeige es euch mal hier ein bisschen beim Rumfliegen. Da hinten ist eine natürliche Grenze, wo man auch nicht durchkommt. Ja, da habe ich mal mit TNT gespielt. Ich konnte es nicht lassen. Hier ist überall ums ganze Dorf rum, also so weit wie ich jetzt bin, wie wir jetzt sind, eine Grenze rum, wo man nicht durchkommt. Und die einzelnen Häuser sind halt auch noch nicht eingeräumt. Alle Häuser haben halt eine individuelle Gestaltung. Also einfach angepasst an die Wand. Ich glaube, das Haus habe ich gebaut. Das hier ist, glaube, what the fuck? Das hier ist, glaube ich, auch von mir, oder? Ja, ja. Kommen wir, glaube ich, jetzt zum ersten Haus, das Kingdom Core gemacht hat. Oder? Ja, das ist von ihm. Hier, das sieht man, ist dunkler und er hat... Er wollte doch eigentlich nur den Rand machen, na egal. Und hier hat er ein schönes Easter Egg. Moment, ich glaube, das ist... So, hier, guck mal, da. Ein Ohrkopf. Originell. So, hier haben wir dann ein paar Schweine. So schönes Essen der Hobbits. Ich glaube, das Haus ist noch von mir, oder? Ja. Ja, ist noch von mir. Und das da drüben hat er wieder gemacht. Hier kreativ. Hier hat er aber auch leider noch nicht weitergemacht. Dann haben wir schönen Himmel. Naja, da kommen wir dann später dazu. Ja, hier haben wir wieder ein Haus von mir, glaube ich. Ja. Alle Häuser mit so einem Geheimgang hinten drin sind von mir gebaut. So, haben wir hier noch das vorletzte Haus. Naja, das ist auch noch nicht ausgeleuchtet und so. Gut, wenn wir das haben, kommen wir erstmal hier zur Festwiese. Hier die ganzen Hobbit, bla bla bla, tanzt einer auf dem Tisch rum. Alle haben hier Gläser. Hier kommt noch, machen wir gerade mal schnell. Wo denn? Wo haben wir es? Armor Stand. Jetzt kommt auch noch hier vor, oder? So ein Head. Hier. Chain, nee, der Helm geht nicht. Wir machen hier gerade mal schnell kurz einen Bilbo hin. Du bist ja bei einem Bilbo. So, da haben wir zum Beispiel Bilbo und dann kommt hier irgendwie irgendwann mal so ein Block hin oder wenn man auf Knopf drückt, kommt, fängt das Feuerwerk an und Bilbo verschwindet ja im Film. Moment. Eigentlich müsste der Block jetzt runterfallen. Ach so. Moment, brauche ich mal kurz hier nochmal Redstone. Habe ich nicht fertig gemacht.
Also das wird natürlich unterirdisch alles gelegt. Und dann, whoop, ist er auf einmal weg. Ich muss irgendwie einen Mechanismus einbauen, dass es dann wieder zurückfährt. Dass man da nicht so ein Loch im Boden sieht. Müsste man eigentlich jetzt sehen, oder? Ja, mach hier oben vielleicht hin. So. Ja, das war das Fest. Hier haben wir noch ein Dynamitfeld hier mit versteckter Kiste. Dann, also nicht entzündende. Ach, muss ich auch noch als Regel machen. Gandalfs Kutsche. Natürlich auch mit Feuerwerk drauf. Hier kommt, glaube ich, das Zelt hin, wo man den Schalter drücken muss. Mache vielleicht, muss ich mich noch absprechen. Dann haben wir hier das letzte Haus. Ja, ist noch nicht. Gar nicht mit Wänden fertig und so. So weit sind wir nicht. Dafür haben wir hier schon das Feld angefangen. Also dieses Maisfeld, wo die überrascht werden. Und das ist wie ein Labyrinth aufgebaut. Das hat Kingdom Core gebaut. Ich habe nur die Wände hochgezogen. So, das ist der falsche. Ach, ich versuche jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach. Oder wollen wir das machen? Ja, machen wir mal. Hier war ich hier durch. Ich weiß nicht. Es ist also ziemlich schwierig, weil man auch nicht gucken kann, ob man den richtigen Weg nimmt. Und generell, weil man nur einen Platz hat. Aber ich glaube, man muss hier lang, irgendwo in der. Nein! Ah. Hoffentlich geht's ja. Nein! Oh Gott, also diesen We dieser Weg ist komplett falsch. Also hier für alle, denen schnell. Geht's weiter? Denen schnell schlecht wird, ist das Spiel nichts. Ach nee, das ist einfach so ein Karo. Super. Geht's hier weiter? Hier kommt man jedenfalls weiter als auf den als eben. Ups, da bin ich zufällig rumgefallen. Also das wird wie gesagt nur eine ganz kleine Preview, weil nach dem Maisfeld haben wir noch nichts. Was war das? Nix. Ah, zufällig habe ich hier den Weg gefunden, glaube ich. Ganz zufällig. Ja, ich glaube, das ist wieder der falsche Weg. Hier war noch. Nein, okay, es war der richtige Weg. Nur dazu. So viel dazu. Muss man hier jetzt wieder. Also. Ah ja. Es ist schön kreativ von Kingdom Core. Ich glaube aber, man wird da schon verkacken. Failen. Also. Das war meine kurze Preview zu unserer Lord of the Rings Map. The Fellowship of the Rings. Of the Ring. Yeah. Okay. Yeah, vor allen Dingen. Das war's dann von eurem Dachmar für heute. Eine kleine Preview. Ich glaube, ich werde euch hier auf dem Laufenden halten. Immer wenn irgendwas Gravierendes Neues dazukommt, werde ich euch hier auf dieser Map auf dem Laufenden halten. Oh Gott sei Dank kommt doch die weiße Stadt nicht im ersten Teil vor. Jedenfalls nicht als Level. Gut, das war's dann von mir heute wieder. Gehen wir wieder rein. Damit Kingdom Core nichts merkt. So. Dann ist gerade Nacht, oder? Ja. Okay, dann tschüss. Oh, ist wieder Tag. Hat nichts gebracht. Super. Okay, tschüss.